gleich mit meinem Chef eine Bergwanderung unternehmen. Ja, der Chef ist ein begeisterter Alpinist. Ein wunderbarer Sommertag müsste es sein. Klare Luft, eine Fernsicht, wie es im Büchli steht. Und so steigen wir dann und steigen höher und höher. Und mein Chef jetzt ganz sicher nicht können verklemmen, da und dort einen Juchzer zu fahren. Ganz sicher nicht. Und wenn wir dann oben sind, auf dem Gipfel oben, hoch ob der Nordwand und tief unter uns der blaue Gletscher zu einer Isurlacht, dann geben wir einen Stumpf in den Rücken, gerade in eine Mischung aus Kobra und Rambock. Und da fliegt er dann, mein Schiff. Rudert mit der Lärm und versucht irgendwo Halt zu finden. Aber es gibt kein Halten mehr. Mit dem Rucko vorab schaut er einen Geister zum Ruhen und ruft: Stoll, Stoll. Aber es hat sich ausgestollt, Herr Chef. Z'Hilf, tönt unter Ruhe. Aber da ist weit und breit keine Hilfe mehr. Nur auch eine Felsnase. Eine Felsnase ist in meinem Weg. Er touchiert sie mit der Nase. Sie rissen sie gerade weg und das halbe Gesicht damit. Das tut weh. Ja, und jetzt? Jetzt fliegen sie nebeneinander her, Nassen und Chef. Parallelflug sozusagen, freie Fall zwar, aber kein Vakuum. Ja, drum, Chef vorab, Nase hinten drin. Ja, logisch, 80 Kilo Chef, 50 Gramm Nase. Kopf voran geht es jetzt zurück. Ich meine, was vom Kopf da ist übrig geblieben, aber noch geht es ihm gut und er sieht hammergenau, wie der Gletscher in einem Affenzahn auf ihn zu rasen. Ja, aber dem ist es Hans was heiri. Wenn jetzt dann gerade der Chef auf ihm landet und über einen FA-18 auf ihn kracht. Ich höre ein letztes Brüllen unter ihm. Und dann haut der Chef auf die schönen, hohen, scharfen, blauen Eissacken und ihn wie einen Fleischwolf verhackt. Wie mit Schwerter und Speer zerlegen die Zacken der Chef seine Teile fliegen los oder so, und das Blut verspritzt auf alle Seiten. Oh, wir sind Gletscher so Ja, der ganze Gletscher ist total versaut. Ja, mein Chef ist jetzt ein echter Fall für die CSI. Die können vielleicht noch anhand von der Zähne identifizieren. Ja, das Biss kam ins Krankenhaus. Der Himmel, nicht sind wir eine Seele gnädig gewesen. Aber er hat das Schicksal verdient, weil ihm die ganze Belegschaft seit Jahren am Hals gewünscht hat. Ich packe jetzt endlich mein Picknick aus und beiße herzhaft in mein Säumäckchen. Ja, Nassen ist übrigens inzwischen auch gelandet. Dann nehme ich einen tiefen Schluck aus der Gutter. Und so, frisch gestärkt, nehme ich dann den Abstieg unter die Füße.